willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch mal alles rund ums Thema French Tea. Lächerlich, weißt du, wie viele Videos es schon auf YouTube gibt über das Thema French Tea System? Ja, aber ich werde den Leuten alles rund ums Thema zeigen, wie man es anbaut. Und ich werde das noch zeigen, oder den Leuten noch zeigen, was es überhaupt ist, für wen es was ist und vieles noch mehr. Das habe ich nämlich in den seltensten Videos schon bisher noch gesehen. Das werde ich nämlich erzählen. Aha, ja, dann mach mal. Ich gehe dann mal meine Arbeit machen. Stopp! Warte noch, wir brauchen dich gleich noch. Ja, ja, okay, dann warte ich eben. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Video und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ja, da bin ich wieder und jetzt geht's endlich los mit dem Projekt French Tea Lesson. Ich erkläre euch in diesem Video, wie schon gesagt, einmal, wie man die French Tea Lesson anbaut und so gut wie alles um French Tea Lesson, also für wen das was ist. Ja, wie man, was das für überhaupt ist, also für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung hat, was das ist, erkläre ich euch das auch, was das überhaupt ist. Dann für jemanden, wie gesagt, schon für wen das was ist und wie man die anbaut und noch ein paar Sachen mehr. Und ich würde sagen, lass uns erstmal anfangen jetzt mit den ersten Kriterien oder mit dem ersten Punkt. Und zwar, was ist überhaupt ein French Tea System? Dann, wenn wir jetzt gerade das angucken, bringt es ja nichts anzufangen mit dem Bau, sondern wir sollen jetzt erstmal wissen, was das überhaupt ist. Übrigens, mal eben kurz noch zu sagen, das zählt jetzt gerade auch mal mit zum Werkstattumbau. Falls ihr den ganzen Werkstattumbau sehen wollt, verlinke ich euch mal unten eine Playlist. Da könnt ihr dann mal gucken für euch, ob ihr Interesse habt an dem Werkstattumbau. Ich bin gerade mittendrin. Und ich werde auch noch zudem unten in die Beschreibung so spezielle Vorrichtungen. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur wissen willst, wie man die anbaut, dann gehst du unten in die Videobeschreibung, da setze ich einen Skip. Und dann drückst du da drauf und dann skippst du in die einzelnen Bereiche rein. Zum Beispiel jetzt, wenn man das anbaut oder wie jetzt einmal, wie es jetzt auch ist, was überhaupt ist das für ein Schiedssystem. Und ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt mal eben, was es überhaupt ist. Erst einmal, was ist ein French Schiedssystem? Ein French Schiedssystem ist quasi, ich male mal eben oder zeichne mal eben die Wand. Das ist jetzt die Wand. Und an die Wand kommt eine Leiste ran. Ich male das jetzt alles eben deutlich größer, dass ihr das nicht versteht, weil das ist ja das, was ich hier erreichen will mit. An die Wand kommt quasi eine Leiste ran. Die wird, das ist jetzt die Wand und die wird hier mit den Leisten, die Leiste werden an die Wand geschraubt. Wie wird das gemacht? Also hier kommt eine Schraube rein, ein Loch vorgebohrt. Kommt hier eine Schraube rein und diese Schraube hier, das ist jetzt die Schraube, geht in die Wand rein. Ja? Und hier ist dann der Dübel in der Wand. Und hier wird die Schraube dann reingeschraubt. Das heißt, hier ist die Schraube, die wird an die Wand geschraubt. Man sollte das versuchen, die Schraube möglichst in der Mitte von dieser Distanz, also von dieser Distanz, wo der 45 Grad Winkel aufhört, sollte man messen und sollte man es relativ mittig machen. Sonst hat man nämlich mehr Kraft dann an der jeweiligen Stelle. Wenn man jetzt das so weit hoch macht, dann hat man hier unten, ist es lockerer. Wenn man es dahin macht, ist es mehr hier oben wackeliger und kann dann schneller halt abreißen im schlimmsten Falle. Das heißt, es sollte wirklich mittig sein. Der 45 Grad Winkel kommt hier ran. Das heißt, das hier ist ein 45 Grad Winkel. Und die Länge, ich erzähle euch mal eben die Länge, die ich jetzt an meiner Leisten oder an meinen Leisten gemacht habe. Die Länge, wenn noch kein 45 Grad Winkel dran ist, also quasi die Länge so wäre, ohne 45 Grad, würde bei mir hier betragen 6 cm, also 60 mm. Und das ist ein gutes Maß. Und die Dicke des Brettes beträgt bei mir jetzt hier 22 mm, also in Klammern 2,2 cm, also grob 2 cm. Und die Dicke ist im Endeffekt egal. Ihr könnt da benutzen, was für ein Holz, was ihr wollt. Ich benutze jetzt hier in diesem Fall OSB, also mein Holz ist OSB. Und es ist egal, was ihr da für ein Holz benutzt. Ich benutze jetzt OSB. Die Dicke ist auch wirklich eigentlich recht egal. Ich benutze jetzt 22 mm. Ich bilde mir ein, dass es umso dicker es ist, umso stabiler es ist.
weiß nicht, ob das richtig ist. Also ich benutze 22 mm, ihr könnt aber auch 18, 15, 12, was auch immer ihr da für Holz habt, könnt ihr da auch eine entsprechende Dicke machen. Ja, wie gesagt, hier habt ihr dann das Brett und dann schneidet ihr hier einen 45-Grad-Winkel rein. Wenn ihr jetzt hier, was für ein Schliebsystem ist jetzt quasi das hier, das System an der ganzen Geschichte ist, nehmen wir mal an, wir wollen jetzt hier was ranbringen an die Leiste. Ihr müsst euch ja vorstellen, das ist die Leiste und hier wollen wir jetzt was ranbringen. Dann müssen wir quasi, ich zeichne euch das eben an, das ist jetzt quasi das andere Brett, ja, das andere Brett oder die andere Leiste. Ich male das jetzt mal eben hier nicht ganz durch, weil das 45 Grad steht. Das ist jetzt die andere Leiste, die jetzt hier einhaken würde. Die müsste natürlich bis hier hinten gehen. Und dann würde die auch dann hier so gehen. Und die Leiste ist ja im Endeffekt jetzt höher natürlich, logischerweise ist höher. Und hier dran an die Leiste, die ist natürlich auch deutlich dicker, logischerweise, ne? Ist quasi das umgedreht. Und diese Leiste kommt dann quasi irgendwas dran. Zum Beispiel jetzt ein Küchenrollenhalter. Also hier ist dann die Küchenrolle und dann ist hier der Halter. Die kommt hier ran. Das heißt, ihr macht an euren Halter, den ihr haben wollt, so eine Leiste ran. Ihr könnt also quasi alles, immer die ganze Zeit müsst ihr diese Bretter nur zurechtsägen und dann müsst ihr die an die Wand schrauben und ihr macht dann hier an die Sachen, die ich daran haben wollt, die ihr daran haben wollt, könnt ihr reinklicken. Und somit wird das ineinander geklickt. Es ist bombenfest und es können, wenn ihr dann Lust habt, das dann und das ändern wollt, könnt ihr es dann einfach runternehmen, abziehen und dann woanders ranhängen. Und das habt ihr dann überall, also quasi hier habt ihr dann auch nochmal so eine Leiste. Ja, jetzt noch ganz klein. Und das geht so weiter. Und noch eine ganz wichtige Sache, die ihr beachten müsst, die ist wirklich ganz wichtig. Da die Bretter, die ihr hier ranschraubt, also die und die, oder ineinander hakt, die müssen die gleiche Dicke haben. Aber wenn ihr nämlich jetzt eine schmalere Dicke habt, dann würde das Brett zum Beispiel, wenn ihr noch keine 18 hättet, würde das ja schon hier enden. Und dann wäre es ja zu klein, dann könntet ihr ja nichts mehr ranschrauben. Und im Gegenteil, wenn ihr es jetzt zu weit hättet, wie jetzt auch in diesem Fall, dann wäre das natürlich auch nicht gut, dann ist die ganze Last auf dieser hier auf diesem Punkt, das wäre natürlich auch nicht gut. Deshalb, ihr müsst darauf achten, das Brett oder die Leiste, die an der Wand ist und die Leiste, die ihr an eurer Werkstück oder an eures Produkt, was ihr an die Wand hängen möchtet, muss exakt die gleiche Dicke haben. Ansonsten werdet ihr damit nur Probleme haben. Ja, und im Endeffekt ist das soweit so gut. So funktioniert ein French-Klick-System. Kommen wir einmal zur nächsten Kategorie, und zwar der Kategorie, für wen ist überhaupt so ein French-Klick-System überhaupt was? Man kann es generell gar nicht genau sagen. Ein French-Klick-System, muss man sich vorstellen, ist für diejenigen was, die zum Beispiel eine kleine Werkstatt haben. In meinem Fall habe ich jetzt eine sehr kleine Werkstatt. Und das ist sehr ein Vorteil, denn hier muss man wirklich jeden Platz ausnutzen. Und nehmen wir an, ich hätte jetzt da einen Schraubzwinglager, könnte aber das viel besser hinten hinpacken, könnte ich das einfach umstecken. Das ist natürlich für kleine Werkstätten viel besser. Also sagen wir mal für kleine Werkstätten. Dann ist vielleicht noch für die Leute gut, die gerne einfach die ganzen Sachen quasi, ja, die ganze Werkstatt quasi variabel haben. Also wie gesagt schon, dass man das alles umstecken kann und dass die Leute das mögen, als umzustecken und sowas. Dann ist es auch für die Leute sowas, die gerne oder die auch darauf stehen, dass wenn mal was kaputt oder die was einen neuen Halter haben wollen, dass sie das auch vor allen Dingen abbauen können. Versteht ihr, was ich meine? Also nehmen wir an, wir haben hier jetzt einen Schraubhalter nehmen wir an, jetzt da wäre jetzt was blöd und man möchte den generell komplett neu bauen. Dann müssen wir natürlich wieder das an die Wand komplett geschraubt werden, also den Dübel abmachen und generell auch Dübel erstmal spachteln. Für die ist das auch zum Beispiel jetzt was. Und ich glaube, das ist sogar für die wichtigsten Leute etwas. Und zwar für die, die sauber arbeiten wollen. Ohne viel Gedöne, Dübel, sowas. Und zwar ist ja logisch, wenn man jetzt das alles an die Wand manuell schrauben würde, dann logischerweise müsste man jedes Mal, wenn man was Neues bauen möchte, müsste man es natürlich immer wieder rausholen. Dann müsste man die Löcher wieder verspachteln und sowas. Für die ist das nichts. Also nehmen wir an, wir haben jetzt das ist natürlich besser, also nichts. Für einfach nur an die Wand schrauben und dann ist das für Leute für ein French-Klick-System. Denn dann könnt ihr es einfach einmal die ganze French-Klick lassen und könnt es einfach variabel machen und haben keinen Dreck mehr. Und dann würde ich noch einmal sagen, für die jetzt nichts ist, da fällt mir eigentlich nur ein Argument ein, es ist für Leute, die nichts,
die einfach alles an Ort und Stelle haben wollen und eine ganze Reihe haben wollen, die was reinhängen können. Können sie wohl auch mit dem Franchise-System machen, aber es gibt auch genügend Leute, die einfach nur das quasi einfach eine ganze Wand haben wollen, wie ich es auch davor hatte, und einfach das aneinander hängen wollen. Sowas gibt's auch. Im Endeffekt kann man, wie gesagt, nicht genau sagen, wer für wen das was ist, müsst ihr für euch selber entscheiden. So, jetzt haben wir die beiden Kategorien abgesprochen, also besprochen meine ich, also einmal, was es überhaupt ist und für wen es überhaupt was ist. Und jetzt geht es ja hauptsächlich eigentlich nur noch ans Bauen. Und hallo, ja, da bist du ja noch. Jetzt brauchen wir dich wieder, denn du musst uns jetzt einmal erklären oder erklären den Leuten jetzt mal einmal, wie man das gemacht hat oder wie du das gemacht hast mit den ganzen fünf Stielleisten. So Leute, jetzt zeige ich euch das mal eben. Ich habe das wie folgt gemacht. Ich habe hier dieses Altholz, das ist ein Altholz, das habe ich zusammengeschraubt. Habe ich genauso lang gemacht wie die Führungsschiene von meiner Festool. Also die ist 1,40 Meter, also 1,40 Meter ist es ungefähr. Dann habe ich das ganze Brett darauf oder die ganze ganz große Brett da hingelegt und habe die einfach dann immer durchgeschnitten und ab einem gewissen Punkt war es dann so, dass dann halt die Führungsschiene nicht lang genug war, weil das 2 Meter halt ist. Und dann habe ich die einfach versetzt, nochmal geschnitten. Das ging auch soweit alles gut. Und Leute, tut mir bitte immer einen Gefallen. Bei solchen Aktionen, die ich da auch gemacht habe, solltet ihr immer Masken aufziehen. Im Video habt ihr, oder gerade diesen kleinen Einblick habt ihr gerade gesehen, habe ich keine Maske aufgezogen, nur Kopfhörer. Und ich habe auch keinen Staubsauger reingemacht, alles runtergefallen. Also ich würde es niemals mehr machen, ich würde immer jetzt Staubsauger machen. Also macht immer einen Staubsauger an die Säge dran. Und was ich euch auch empfehlen würde, Gehörschutz auf jeden Fall und auch vor allen Dingen Mundschutz. Das ist wirklich sehr wichtig, denn ich hatte es auch echt danach schon. Ich habe echt gedacht, ganz komisch, die Lunge hat sich voll Nee, das war nicht gut, also auf gar keinen Fall nachmachen. Das habe ich jetzt auch geändert, werde ich auch nie wieder machen. Immer mit Maske, tut ist ein bisschen blöd, ich kenne das ja auch, aber immer mit Maske machen, ganz wichtig. Dann habe ich mir hier eine Latte hingelegt, die einfach nur zur Unterstützung quasi ist, dass die Funkschiene nicht nach überkippt. Und dann hier auch eine. Hier dann die Führungsschiene hingemacht, die auch geschnitten werden soll. Sieht man auch schon, viele Spuren. Die 45 Grad Schnitte. Und da die Platten um 2 Meter sind, habe ich erstmal den ersten Schnitt gemacht. Und den habe ich dann das Stück weitergeschoben. Muss man sich aber echt Mühe geben, dass man den gleichen Abstand macht. Wieder durchgezogen und dann hatte ich persönlich in den meisten Fällen immer perfektes Ergebnis. Wenn ihr kein perfektes Ergebnis habt und ein bisschen dazwischen Spuren habt, also quasi, es ist ja ein recht gutes Beispiel, wenn ihr sowas hättet in den Städten, wäre es auch kein Weltuntergang, wäre nicht schlimm, könntet ihr anders noch machen, aber so habe ich das auf jeden Fall gemacht. Dann hat sich noch einmal hier so ein Brett runter, dass es nicht übergeht und dieser schwere Klotz, der wiegt kleiner 30 Kilo, total schwer, also das ist übel schwer, also es kippt auf jeden Fall, sagen wir so, das ist ja das, was es soll, es kippt auf jeden Fall nicht mehr über, habe ich damit gemacht. Und dann habe ich noch diese Bretter, mir noch einmal mit der kleinen Bosch Kantenfräse, habe ich mir die noch einen Abrundfräser schön abgerundet. Müsst ihr nicht machen. Viele würden jetzt sagen, dass es schlecht ist, denn somit hat man ja quasi ist es ja quasi so, dass man dann nicht mehr perfekt die Mitte messen kann. Ist aber nicht schlimm. Das macht nicht viel aus bei mir. Ihr werdet das auch gleich noch im Nachhinein im Video sehen, dass es nicht viel ausmacht. Und so habe ich das dann auf jeden Fall abgefräst. Und das ging auch wunderbar. Und ich muss sagen, es ging alles wirklich super gut. Hat alles eine Zeit gedauert. Das ist übrigens die ganze Restholz. Also diese Stücke hier alles Restholz, das hier. Und davon habe ich ja hinten auch noch einen. Und an sich hat es sehr gut funktioniert. Und ich bin auch sehr zufrieden, dass es so gut funktioniert hat. Und es gibt auch keine Ausrede mehr an euch hier. Diese Maschine, die passt nicht zu mir. Oder ich brauche bessere Maschinen. Gibt's nicht. Ich bin auch wohl der Typ, der immer sagt, ich brauche bessere Maschinen. Bin aber, also der bessere Maschinen meine ich andere Maschinen. Zum Beispiel Formatkreise oder sowas. Bin ich euer Typ. Nur das Werkzeug, was man hat, daraus was hinzubekommen, das ist mehr Kunst, als wenn man sich Maschinen hat, die das können. Das ist einfacher. Das ist Kunst, was man, wenn man Sachen macht oder einfach rumtüfteln. Das war auch viele rumtüfteln und so ging das recht gut. So, und jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt gehe ich los an die French Sleeveless ranmachen. Hier ist die weiße Wand. Hier muss alles ran. Wir haben hier einen kleinen Laser. Gesundheit, meine Video. Wir haben hier einen Laser. Ich hätte mir eigentlich so einen anderen, kennt ihr ja diese Laser, ich blende euch mal ein Bild an, die habe ich mir eigentlich gedacht. Mein Freund hat aber noch einen gehabt und deshalb habe ich den jetzt hier. Und das Coole ist, der Laser, der beleuchtet hier alles sehr schön. Und einen Laser würde ich auch immer empfehlen, Leute. Laser ist eine Erleichterung, weil ihr dadurch viel einfacher die ganze Sache, ihr könnt es einfach daraus ausrichten. Und das Coole ist jetzt, ich habe hier schon tief, das heißt, wenn ich jetzt da hinten arbeite, also da hinten, kann ich einfach den Laser nach da hinten stellen und die hat immer die gleiche Höhe, weil ihr auch durch das so tiefer fahren könnt. Und dann können wir auch hier, das könnt ihr auch mal eben sehen,
Ihr habt hier jetzt den Level und dann können wir einfach ganz locker den höher oder tiefer einstellen. Und dann können wir auch einstellen. Ich mache zwischen den jeweiligen Franchise-Leisten, also zwischen dort und da, mache ich jetzt 30 cm Abstand. Also wenn hier jetzt einer ist, kommt die nächste, 30 cm Abstand von der Innenfläche, kommt die dann dahin. Und jetzt erkläre ich euch einmal, wie ihr das überhaupt machen könnt. Wir machen das jetzt an die Wand, direkt an die Wand. Viele Leute haben auch davor noch USB, dann ist es natürlich einfacher für euch, denn ihr müsst nichts vorbauen, nichts dübeln. Ich würde euch jetzt tatsächlich auch raten, denn es ist so, wenn man jetzt die Löcher in die Wand bohrt, also die Dübel, dann kann es passieren, dass man ein bisschen verrutscht und dann wird automatisch die Schraube, zentriert sich dann automatisch tiefer oder höher, je nachdem. Und dann wird die Platte auch je nachdem höher oder tiefer. Ein bisschen ärgerlich, stört mich aber nicht. Wir müssen einfach versuchen, jetzt genau zu arbeiten. Und ihr müsst drauf gucken, wie eben eure Wand ist. Unsere ist nicht ganz eben, geht aber auch noch. Je nachdem, wenn ihr jetzt komplett uneben ist, könnt ihr es nicht machen, denn dann verbiegen sich die nach der Zeit die ganzen Platten und dann kriegt ihr es auch nicht mehr richtig eingehakt und hakt das nur. Bei uns sollte es jetzt hinhauen, hoffen wir mal. Und deshalb werden wir jetzt anfangen. Und ich erkläre euch jetzt einmal, wie wir das genau machen. Und zuerst fangen wir an, auch einmal das hier zu markieren. Wir müssen es natürlich markieren. Ich habe ja auch die Mitte gesagt, ich habe es ausgemessen, aber ich mache das eigentlich immer nach freier Hand, so einigermaßen die Mitte. Denn das ist eigentlich, es reicht eigentlich völlig aus, das mache ich überall. Also, vorne, hinten und in die Mitte. Ich kann noch nicht sagen, wie viele Schrauben. Ich mache jetzt bei so einem langen Brett hier 3 Schrauben. Das sollte hinhauen. Das sollte reichen, verteilt sich ja gut. Und ja. So, dann bohre ich einmal auf diesen Löchern drauf mit einem Bohrer. Und es macht eigentlich nichts hier aus. Also diese Rundung stört nicht. Das mache ich auch wieder überall an den ganzen Markierungen. Werde ich noch einmal mit hier einen Senker daher. Das müsst ihr nicht machen, ihr könnt es auch so lassen, aber die Schrauben, die ich hier benutze, ich benutze gleich schlechte Schrauben. Ich will meine guten Spacks nicht benutzen. Schlechte Schrauben gehen ja auch reichen ja auch aus. Und dafür benutze ich jetzt, wie gesagt, einmal einen Senker, weil die Schrauben sich nicht selber reinbringen. Mache ich auch wieder überall. Meine Güte, hätte ich auch mal was sagen können. Wir quälen uns hier rum, machen das falsch und ihr sagt nichts. Mann, jetzt ihr schon auf eurem Sofa da. Ihr sollt mal schön was arbeiten. Wir sind so behindert, ne Leute. Ey, wir haben das von der anderen Seite raus gemacht, obwohl ja von der anderen Seite die Franchise-Leisten an die Wand kommen. Das heißt, da gibt das gar keinen Sinn. Hier müssen es gesenkt werden. Wir Vollidioten haben es in die an der falschen Richtung reingesenkt. Das wird hier gesenkt. Oh ja. Weil ja hier auf die Löcher, hier wird das ja so, wird das ja angeschraubt. Genau so, an die Wand, also so. Und das heißt, ja, dann müssen wir es bei allen machen. Und das heißt, haben wir es überall falsch gemacht. Wir trolllos, Alter. Und diese Enden hier sind bei uns sehr schlecht mit Nut und Feder. Die werde ich dann auch einmal absägen mit der kleinen Bosch und dann geht das. Und ihr müsst natürlich, wenn ihr das anbaut, das natürlich wahrscheinlich auch kürzen. Zum Beispiel jetzt hier die 2 Meter lange Latte, die könnt ihr sehen, die reicht fast eine aus. Da ist noch ein bisschen hinten Platz. Vielleicht wird das sogar ausreichen für uns. Wir gucken mal, ob wir nur eine montieren. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn doch, dann müssen wir noch einmal was kürzen. Dann müssen wir halt, müssen die halt jeweils kürzen. Aber versuchen das jetzt mal. Und da ist sie. Tada! Guckt euch das an. Da ist die French Kit Leisten. Nein, war natürlich Spaß. Also die steht, hängt jetzt schon da. Aber ihr wisst natürlich noch nicht, wie ich es gemacht habe. Und das werde ich euch jetzt mal eben schnell erklären. Und danach werde ich euch einmal das in Kurzform zeigen. Ich erkläre euch das eben und dann zeige ich euch in Kurzform. Geht eigentlich schneller. Wir haben diesen Laser hier. Diesen Laser haben wir hier drauf fixiert, dass der diese Punkte hat, anfährt, aber nur diesen Anfang. Dann haben wir zuallererst den Laser hier abstabilisiert, haben die relativ gerade gemacht, haben einmal mit diesem kleinen Bohrer, hatten wir diesen kleinen Bohrer hier auch, diesen Bohrer hatten wir auch benutzt für die Holz, die haben wir einfach misshandelt dafür quasi, einmal hier einmal durchzubohren, dass man einmal einen Fixierpunkt hat, wo das an die Wand geht, da hat man ein kleines Loch gehabt, da haben wir es schon mal vorgebohrt mit den fetten, mit den mit einem Betonbohrer, also mit für die Wand, haben wir dann schon mal reingemacht, dann haben wir die Dübel reingemacht, haben die schon fixiert, die Schraube festgemacht, dann war nämlich quasi alles locker. Ja, konnte man alles frei bewegen, außer die Seite. Das war viel einfacher für uns, um das wieder einzustellen und dann haben wir es einfach bei der anderen auch beide noch gemacht mit dem gleichen System. Und das zeige ich euch jetzt einmal, wie ich das genau gemacht habe. Seht jetzt auch nochmal im Schnelldurchlauf
Und so haben wir das gemacht. Ich hatte gesagt, wir machen das in 30 cm Abständen. 30 cm wäre von da bis da. Fand ich ein bisschen zu wenig. Hat mein Freund und ich beschlossen, dass wir nochmal hier auch noch einen Zwischen machen. Das sind jetzt so ungefähr, ich messe mal eben so in etwa nach. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. So. Ja, so um die 10 cm Abstand ist dazwischen. Macht auch, finde ich, Sinn. Denn wenn man das nicht hat, da, das eine war zu hoch und das andere war zu tief. Von daher war das genau die Mitte und war auch eigentlich jetzt perfekt. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass diese Schrauben hier alle eben, also die müssen wir auch später, wir machen generell alle French Key, lassen wir wieder alles dran haben, nochmal ab. Denn wir wollen ja, das muss ja alles hier, die Schrauben müssen, dürfen wir nicht so spüren. Denn wenn man die mal spüren würde, dann würde das ja bei den draufkommen nicht gut sein. Ein bisschen würde nicht schlimm sein, aber hier gibt es auch ein paar Schrauben, die wirklich noch richtig abstehen. Die werden wir noch abschrauben. Wir werden auch generell alles noch abschrauben. Hier ist auch noch ein bisschen uneben. Da werden wir die auch noch mal schön machen. Das werde ich euch aber nicht zeigen. Was ich euch jetzt aber zeigen werde, ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie wir das machen. Übrigens, die Länge passt auch. Wir werden wahrscheinlich das noch einmal verlängern. Aber wir wissen es noch nicht ganz genau. Aber ich finde, es ist echt gut geworden, auch mit den abgerundeten Ecken. Gefällt mir sehr gut. Und ihr kriegt jetzt einmal in den Schnelldurchlauf. Ihr könnt natürlich hier abstellen und alles auch variabel für euch machen. Wie ihr auch mit dem Material, habe ich euch auch schon erzählt. Könnt ihr alles, wie ihr machen wollt. Deshalb würde ich jetzt sagen, wünsche ich euch jetzt Spaß beim Schnelldurchlauf. Ich habe euch das jetzt schon eben erklärt, schnell. Und jetzt seht ihr es auch nochmal genau und dann solltet ihr eigentlich es wissen. Also, let's go. Auch übrigens noch eben zu sagen, ganz kurz. Wir werden hier wahrscheinlich gleich noch alles drüber machen. Das passt noch. Und es ist mörderstabil. Und warum fragt ihr euch, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum wir hier unten nichts gemacht haben. Logischerweise, da steht der Tisch. Der Tisch, der ist auf dieser Höhe, wo das anfängt. Da wird es ja keinen Sinn ergeben, wenn wir es tiefer machen würden. Das haben wir so gemacht. Und wir werden gleich mit der Hilti auch alles machen. Also mit der Hilti haben wir gebohrt schon, geschraubt und auch vor allem gebohrt in die Wand. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, okay, wieso machen die das? Das ist scheiße Schlagwerk, habt ihr recht. Ist auch nicht besonders gut, aber allerdings unsere ganzen Bohrmaschinen, also die von meinem Onkel, die laufen total unrund und dann wird außen ein 8er Loch und ein 10er Loch. Also nutzt jetzt die Hilti, das geht auch. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Also, jetzt wirklich, let's go! Etwas verhöht, aber das ist ja nicht perfekt. Ein paar Unterschiede sind da schon. Also das ist vielleicht 2 mm, das juckt keinen. Und das ist auch wirklich sehr perfekt. Und dann zum Beispiel eine, wo man richtig gerade war. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, Idioten, ihr müsst doch mal da erstmal gucken, ob da überhaupt eine Leitung ist. Habt ihr recht, allerdings, die Leitungen sind in dieser ganzen Wohnung alle außerhalb. Also weiß nicht wieso, bescheuert, aber ist halt einfach so alte Technik. Und deshalb ist das halt jetzt alles okay so. Und jetzt haben wir die Leistung gemacht. Soweit haben wir das gemacht. So, jetzt wisst ihr auch, wie das geht. Das Geile an so einem Laser ist zum Beispiel, ich mach den mal eben an. Man kann jetzt einfach, ich zeig euch das mal eben. Einfach, wir haben jetzt hier diese Leiste. Diese oberste, die hier. Und die kann man einfach, wenn man jetzt, wir möchten jetzt zum Beispiel nämlich hier auch noch die verlängern. Und dann kann man die einfach das aufs Maß einstellen, dass die passt. Die passt halt nicht perfekt, aber gleich passt die genau. Kann man die genau einstellen und kann man das einfach perfekt verlängern. Das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil. Also ich würde euch generell auch empfehlen, ihr könnt das natürlich auch machen, wie das manche Leute auch machen, einmal mit einer Wasserwaage machen und dann macht man sich so kleine Stückchen alle den gleichen Abstand und dann kann man die aufeinander drauf setzen und dann einfach dran schrauben. Geht auch. Ich habe mit dem Laser ein bisschen die Möglichkeit, das ist auch einfach besser für uns. Uns gefällt das besser. Für uns geht es auch schneller und besser. Und deshalb machen wir das jetzt auch so. Und wir verlängern jetzt das auch noch einmal. Und das geht also wirklich sehr gut. So, und jetzt habt ihr ein wunderbares, oder euer French Cleat Essen angebaut. Und ich habe ja im Video gesagt, dass ich French Cleat System euch zeigen werde.
Und ein Spreadsheet-System empfinde ich damit einmal, wie man das hier alles zusammen, also inklusive den Sachen, die da ranhängen. Und ich habe jetzt schon meine Bohrer, die habe ich jetzt hier schon verstaut. Wunderbar. Wie macht ihr das? Ihr nehmt euch einfach das Produkt, nehmt nur eine Leiste, die gleiche Leiste, haltet die ran und ihr müsst die einfach im rechten Winkel. Das heißt, ihr messt das mit dem Winkel aus. Oder was ihr auch machen könnt, ihr macht die gleichen Abstände von oben mit einem Zollstock. Dann baut ihr einfach die ganzen Sachen ran, ganz simpel. Und dann ist die Sache fertig. Könnt ihr einfach ranhängen. Ihr seht, wie wunderbar es funktioniert. Es ist alles variabel. Also man kann es jetzt auch hier anscheinend da oben ranhängen. Oder wie auch immer. Das ist ein Frenchie-System. Mega geil. Und ich muss ja echt sagen, ich feiere das Frenchie. Super geiles System. Für mich auch perfekt. Und ihr müsst bedenken, ich würde euch tatsächlich sogar empfehlen, für das nächste Mal, dass ihr anstatt, wie ihr es gemacht habt, komplett an die Wand, würde ich euch eher empfehlen, das an Wände, also an USB zum Beispiel ranzumachen, dass ihr davor erst USB ranmacht und dann das an USB ranmacht, die Leisten. Oder ihr macht halt, blende ich euch mal eben ein, oder ihr macht so einen kleinen Rahmen da drum und dann könnt ihr es ranmachen. Blende ich euch auch mal eben ein. So geht's auch. Außerdem müsst ihr beachten, wenn ihr zum Beispiel an die letzte Reihe hier unten, zum Beispiel was Längeres, zum Beispiel, keine Ahnung, doppelt so tief, also was Tiefes, dann müsstet ihr unten drunter einen kleinen Fuß reinmachen. Das heißt, der müsste genauso dick sein wie eure Leisten. Dann schraubt ihr einfach dran so ein ganz kleines Teil, was die gleiche Dicke hat, einfach ranschrauben, dass der, wenn das, weil dann ist ja die Last ja auch unten, das ist dann, wenn es dann auf die, darauf kommt, dann ist ja unten nicht alles frei, hängt also nicht frei, sondern dann ist ja auch Last drauf und die Last kann durch dieses Teil erhoben werden. Ja, das ist ein Frenchie-System. Ich liebe es. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr noch mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren und meine Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keines mehr meiner neuen Videos. Und Kommentare unten, da freue ich mich auch mal drüber. Verbesserungen, Tipps für die Leute noch. Und ja, gucken wir mal, ne? Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.